Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich mache wieder ein Video mit kurzer Antwort, ja, also mit Ja oder Nein, weil das letzte Video, das ist bei euch unglaublich gut angekommen. Also da haben uns das Video unglaublich viele Menschen beschrieben, dass ihnen das gefällt. Einige haben sogar als Quiz benutzt, um selber zu prüfen, ja, wie viele Antworten oder wie viele Fragen Sie richtig beantworten würden oder so, ja. Und es kamen natürlich unter dem letzten Video wieder einige Fragen, die ich spannend finde, und deswegen habe ich gedacht, hey, ich mache nochmal so ein Video, kurze Antwort mit Ja oder Nein auf deine Frage. Und diesmal ist neu, ich werde am Ende des Videos, weil das haben sich unglaublich viele gewünscht, werde ich auf einige Fragen nochmals ein bisschen genauer eingehen. Also, der erste Teil ist, wie du es kennst vom letzten Video, ja oder nein. Und hinten werde ich dann noch ein bisschen genauer eingehen, falls eine Frage zum Beispiel noch ein bisschen Erklärungsbedarf hat. Okay, legen wir los. So, du kannst ja auch selber mal wieder prüfen, wie das so bei dir ist, ob du die Antwort kennen würdest. Und weißt du, worauf ich mega dankbar wäre? Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere doch meinen Kanal, gib mir einen Daumen nach oben und vor allem kommentiere unten, wenn dir dieses Video gefallen hat. Und da darfst du natürlich auch deine Frage stellen, weil ich werde bestimmt nochmal so ein Video machen. Okay, aber jetzt legen wir wirklich los. Die erste Frage ist, gibt es Aliens? Ja. Kann meine verstorbene Mama sehen, wenn ich in einer schwierigen Trennung stecke, und spüren, wenn es mir schlecht geht? Ja. Wie kannst du das alles wissen? Weißt du das von deinem Geistführer? Ja. Kann ich mit Verstorbenen sprechen, obwohl sie neu inkarniert sind? Nein. Das schauen wir nochmals an. Können uns Geistführer berühren? Ja. Sind unsere Verstorbenen verärgert, wenn sie schlechte Gedanken lesen können? Nein. Ist es möglich, dass ein geliebter Verstorbener einen im Traum aus dem Körper zieht und man gemeinsam auf Astralreise geht, wenn beide das wollen? Nein. Bin ich eine alte Seele? Nein. So, das war's schon. Kurze Frage, kurze Antwort. Jetzt gehen wir aber zusammen ein paar Fragen nochmals durch, oder ich werde jede nochmal schnell durchgehen und ja, so ein bisschen meinen Senf noch dazu geben. Aber weißt du, was mich interessiert? Schreib mir doch mal unten in den Kommentaren, wie es bei dir so gelaufen ist, ob du meine Antwort schon gewusst hast, ob du dich irgendwo geirrt hast. Das wäre mega spannend. Also die erste Frage war ja, gibt es Aliens? So, natürlich bei Aliens denken wir dann sofort so an kleine grüne Männchen, Mars und so, oder auch zum Teil in der Esoterik-Szene ist ja das jetzt auch so ein bisschen bekannt. So, ich persönlich, also meine Geistführer haben mir auch noch nie wirklich jetzt direkt über Aliens oder sowas erzählt. Was aber ganz klar ist, ist auch rein wissenschaftlich klar, dass alleine in unserer Milchstraße, das ist jetzt Wissenschaft, das ist keine Spiritualität, ja, gibt es ungefähr 10.000 erdähnliche Planeten. Das bedeutet, es gibt 10.000 Möglichkeiten, wo Leben in einer Form, so wie hier auf der Erde, stattfinden kann. Ich persönlich glaube absolut daran, dass es mehrere Orte gibt, wo wir inkarnieren können, ja. Aber ich glaube nicht so an die grünen Männchen. Ich glaube auch nicht so das, was in letzter Zeit so von diesen ganzen Starseeds, dass uns jetzt irgendwelche Aliens quasi begleiten oder Außerirdische uns Informationen geben und so weiter. Auf der anderen Seite müsste man sich ja auch mal Gedanken machen, ein Geistführer hat keinen Körper, ja, oder auch ein Engel hat keinen Körper, kommt nicht von der Erde, also wäre er ein Alien, ja. Also es ist alles so dehnbar, aber ich bin absolut überzeugt, rein auch wissenschaftlich, lassen wir mal das ganze Esoterik auf der Seite, rein wissenschaftlich gibt es absolut, wird es anderes Leben noch irgendwo hier draußen geben. Es ist ziemlich anmaßend von uns Menschen, glaube ich, dass wir denken, dass wir die Einzigen sind.
Also, das glaube ich nicht dran. Zu Frage Nummer 2, kann meine verstorbene Mama sehen, wenn ich in einer schwierigen Trennung stecke und spüren, wenn es mir schlecht geht? Ja, also Verstorbenen im Allgemeinen sind ja immer bei uns. Also nicht immer, also jetzt nicht jede Sekunde. Aber wenn wir an sie denken oder auch ab und zu kommen sie von sich mal vorbei und schauen, wie es uns geht. Und gerade wenn es uns schlecht geht, dann bekommen die das mit. Und sie sind auch an unserer Seite und probieren uns auch zu unterstützen. Also die bekommen das mit über. Ja. Auf der anderen Seite muss man sehen, für einen Verstorbenen ist es nicht mehr so schlimm. Das hört sich jetzt komisch an. Aber weil die verstorbene Mutter weiß dann auch zum Beispiel, was in den Lebensplan reingehört. Also die haben ein bisschen mehr Wissen dadurch, dass sie auch wissen, okay, meine Tochter muss das erleben, dass sie zum Beispiel diesen und jenen Wachstum hat oder sie weiß auch, dass es das Beste für sie ist. Deswegen ist da nicht noch, dass die dann mitleiden oder irgendwie so, aber ja, sie bekommen es mit. Dann die andere Frage ist, woher weißt du das alles? Weißt du das von deinem Geistführer? Da ist die Antwort eigentlich ganz logisch. Ist ja, da braucht es jetzt auch nicht groß Erklärung. Eigentlich 99,999% von den Dingen, die ich weitergebe, die habe ich von meinem Geistführer bekommen und hat sich dann auch im Laufe der Zeit immer wieder bestätigt. Auch wenn natürlich meine Theorien zum Teil sich vielleicht von anderen ein bisschen widersprechen. Aber ist so, ich weiß, die Geistführer, die haben halt recht, da habe ich das größte Vertrauen drin. Da ist mir dann relativ egal, was irgendjemand sagt oder in einem anderen Buch steht. Das Vertrauen in die Geistwelt ist bei mir da viel, viel größer als irgendein Buch. So. Kann ich mit Verstorbenen sprechen, obwohl sie neu inkarniert sind? Ja, da habe ich so gesagt, jein oder nein. Glaube ich, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe, weil diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir müssen verstehen, dein Aspekt, so, da gibt's auch ein spannendes Video auf YouTube, das heißt Wiedergeburt, schau mal Wiedergeburt, Pascal Fockenhuber, da erkläre ich das ganz genau. Aber der Seelenaspekt, der jetzt inkarniert ist und den wir zum Beispiel, mein Seelenaspekt Pascal, ja, wenn ich sterbe, dann bleibe ich so lange in der geistigen Welt, bis alle, die mich gekannt haben und mir nahegestanden sind, auch in der geistigen Welt sind. Weil wir treffen alle, die wir geliebt haben, wieder in der geistigen Welt. Also da musst du dir nie Sorgen machen. Es wird niemand vorweg wieder inkarnieren, so bis du nicht auch da bist. So, also alle, die du geliebt hast und so werden sich in der geistigen Welt wieder treffen. Auch musst du verstehen, dass dieser Aspekt, ja, der jetzt den du ich nennst oder du nennst, ja, also dieser Teil von deiner Seele, es ist nur jeweils ein Teil von deiner Seele inkarniert. Vielleicht die meine Bücher gelesen haben, erinnert euch an die Brotteig-Theorie, ja, und dieser Teil wird in der Form gar nie wieder inkarnieren und das ist der Teil, wo wir als Medium Kontakt aufnehmen. So, wenn dir das jetzt zu komplex war, dann geh auf YouTube, suche, gib ein Pascal Fockenhuber Wiedergeburt, ja, ich verlinke das Video auch unten nochmals in der Beschreibung, da erkläre ich das noch. So, sind unsere Verstorbenen eben verärgert, wenn sie schlechte Gedanken lesen können? Ja, also das ist etwas, was ich oft in Sitzungen gefragt wurde. Also dass manchmal auch Menschen so gesagt haben, ja, ich würde gerne mit meinem verstorbenen Vater Kontakt aufnehmen, aber ja, ich habe ganz oft schlecht über ihn gedacht. Oder ich war noch sauer auf ihn, dass er so aus dem Leben gegangen ist, hat er das mitbekommen und so weiter. Ja, der bekommt das mit über, also dein Frust, dein Ärger über einen Verstorbenen bekommt der Verstorbene mit über, aber die sind nicht mehr sauer, weil sie auch erkennen, warum du so denkst, also in was für Mustern du drin hängst, was zu diesem Hass oder zu dieser Abneigung geführt hat. Also sie haben diesen Weitblick, sie können da reinschauen, sie können das auch nachvollziehen. Deswegen ist kein Verstorbener, dass der noch irgendwie sauer auf uns ist oder enttäuscht von uns ist, weil er kann verstehen, wie du zu diesem Gefühl, zu diesem Schluss kommst. So, ich hoffe, das war verständlich. Das kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob dir meine Zusatzinformationen helfen, ob das einfach genug erklärt ist, ob das verständlich ist. So, die nächste Frage.
Ist es möglich, dass ein geliebter Verstorbener uns im Traum aus dem Körper zieht und dass wir gemeinsam auf einer Astralebene reisen? Ja, also, wenn du träumst, das ist für mich so das Schwierigste, dass das auch so ein bisschen in der Esoterik endlich ankommt, in der Spiritualität. Träume sind Träume. Ja, Träume ist nichts Außersinnliches, auch wenn es ein paar Kollegen da draußen gibt oder Menschen, die denken, das, was sie träumen, dass das Realität ist. Und wenn sie da in anderen Ebenen oder anderen Planeten sind, dass das eine Realität ist. Ein Traum ist ein Traum. So, dass wir auf Astralreise gehen, das ist eine Tatsache, aber wenn wir uns daran erinnern können, ja, so, dann bist du von den Gehirnwellen her in der Traumfrequenz auf einer ganz anderen Ebene und dann kannst du nicht Astralreisen machen. Also alles, was wir im Astral unterwegs sind, das ist nicht gespeichert in unserem Gehirn. Da? Und immer wenn du dich an verrückte Dinge erinnern kannst, ist es einfach nur mal ein Traum. Ich weiß, jetzt platzen da ganz viele Traumschlösser. Ja, tut mir auch leid, aber Träume sind Träume und das ist auch der Grund, warum dann viele manchmal eben auch sagen, ja, es gibt Verstorbene, denen geht's nicht gut, weil ich habe von Oma geträumt und ich habe gesehen, die ist noch ganz traurig und schwer. Ja, es ist ein Traum, es ist ein Verarbeitungstraum, es ist deine Angst, die da ist, dass es Oma vielleicht nicht gut geht. So, Träume sind leider nicht Realität. Wir sind auf Astralreise in der Nacht, ja. Aber da sind wir in so einer krassen Hirnfrequenz, dass es nicht gespeichert wird und du dich nicht dran erinnern kannst. Das kennen wir manchmal. Manchmal wachen wir auf, also wir werden aus dem Schlaf gerissen und wir haben einen Moment lang noch so ein Bild, ein Gefühl von irgendeiner anderen Welt oder von irgendwas Spannendem, aber das erlischt dann sofort wieder. Weil wir sollen ja eben zum Teil die Dinge nicht wissen. So, ja, es soll zwar ins Unterbewusstsein gehen, aber es soll nicht ins Bewusstsein kommen. Also, tut mir leid, das ist dann, ja, Traum, Fantasie. Ja. Die nächste Frage, bin ich eine alte Seele? Ja, liebe Freunde, jetzt werde ich noch mehr enttäuschen, vor allem die, die vielleicht mir noch nicht so lange folgen und so. Und ich weiß, in der spirituellen Szene wird immer ein riesen Tamtam darum gemacht, alte Seelen, junge Seelen, so. Ja, und natürlich die ganz Spirituellen nennen sich dann alte Seele. Ja, das ist alles spirituelles Ego und so weiter. Die Seelen sind alle zum selben Zeitraum entstanden. Das müssen wir mal wissen. Keiner ist älter oder weiter oder besser. Das ist ja, ich verstehe es manchmal nicht. Spiritualität ist eigentlich eine Einheit, aber gerade in der spirituellen Szene wird immer alles unterteilt in böse, gut, böse, alt, besser, höher schwingend und so weiter. Nein, es gibt keine alten Seelen, es gibt keine jungen Seelen. So, jede Seele ist genau wichtig und richtig und nur weil vielleicht eben hier auch Seelen inkarnieren, die vielleicht für uns unreife Dinge tun, ja, sind diese Seelen nicht jünger oder unerfahrener, wie irgendwie der denkt, dass er eine alte Seele ist und hier einen auf spiritueller Guru macht. Weil wir brauchen jeden Seelenaspekt für die Entwicklung. Also was würden denn die sogenannten alten Seelen machen, wenn niemand Fehler machen würde? Die wären ja alle arbeitslos. Ja, was würden die ganzen Coaches und spirituellen Lehrer machen? Es ist alles nur ein Spiel. So, ja, auch die, ich habe eins gelernt in all den Jahren, die am lautesten schreien, wie weit und erleuchtet und was alles so sind, ja, die ziehen die größten Schatten meistens mit sich. Also wenn man da mal tiefer reinschaut, da ist immer der größte Schatten. Also du bist genauso alt und weise wie alle anderen auch. Ja, es gibt ein paar Menschen, die machen sehr menschliche Erfahrung. Die benehmen sich manchmal ja wie Kinder, die nicht lernen wollen. Ja, wo man manchmal echt so denkt, okay, auf was für eine Entwicklungsstufe. Aber das ist nicht die Seele. Ja, das ist das menschliche Bewusstsein, dass sich auch dagegen entscheiden und das brauchen wir auch. Wie wäre die Welt, wenn alle nur noch umsingen würden und meditieren? Das wäre eine total langweilige Welt. So. Ja, also wir sind alle
gleich weit und so. Wir zeigen das nur anders, weil wir alle eine andere Aufgabe haben. Ja, jeder von uns hat eine andere Aufgabe und jeder einzelne von uns ist genauso wichtig. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade hier auf der Erde. Hier wird auch die Polarität noch gelebt und gelernt. Also wir sind auch hier, um Schmerz, Leid und gewisse Erfahrungen zu machen, damit wir uns weiterentwickeln können. Aber das hat nichts mit dem Alter der Seele zu tun. So, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Okay, zur letzten Frage noch. Warum sind unsere Verstorbenen nicht traurig, dass sie nicht mehr bei uns sein können? So, da habe ich ja gesagt, diese Frage habe ich gar nicht reingenommen, aber ich finde die richtig gut, aber es hat nicht gepasst zu ja, nein. Also ich wiederhole die Frage nochmal, also warum sind unsere Verstorbenen nicht traurig, dass sie nicht mehr bei uns sein können? Und da würde ich sagen, nee, die sind nicht traurig. Und warum nicht? Weil für die Verstorbenen gibt es diese Trennung nicht. Ich habe meinen Vater, als er starb, auch gefragt, hey Papa, bist du irgendwie traurig, dass wir getrennt sind? Du sagst so, nee. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber vermisst du mich nicht? Und du sagst so, nein. Ja, vermisst du aber meine Schwester, meine Mutter? Also ich habe am Anfang gedacht, na, vielleicht sagt er bei mir nein, weil ich ja noch mit ihm im Kontakt stehe. Und du sagst so, nee, ich vermisse niemanden. So. Und da war ich zuerst enttäuscht und habe gedacht, okay, gut. Und da hat er mir erklärt, weil die Verstorbenen können zu jeder Zeit bei uns sein. Die schauen auch bei uns vorbei. Wenn wir an sie denken, werden sie angezogen. Wenn sie das Bedürfnis haben, bei uns zu sein, für die gibt's diese Trennung nicht. Die hören uns, die fühlen uns. Da ist alles noch da. Klar, das Einzige, sie können uns auch nicht mehr umarmen. Ja, sie können am Weihnachtsessen nicht dabei sein und mitessen. Aber sie sind immer noch da, sie bekommen alles mit über. Für die gibt's diese Trennung nicht. Nur für uns Menschen gibt's diese Trennung zwischen geistiger Welt und diesseits. So, für die geistige Welt nicht. Das ist alles in einer Welt, sie können uns wahrnehmen. Deswegen vermissen sie uns auch nicht. Auch ist jedem Verstorbenen bewusst, weil sie ja überlebt haben, also in der geistigen Welt weiterleben, dass sie jeden einzelnen Freund, die Kinder, die Frau, die Familie wiedersehen werden, wenn die sterben. Weil sie ja gemerkt haben, wow, also versteht ihr, die haben diese Erfahrung wieder. Die wissen, diese Trennung gibt's nicht. Und die Zeit ist ja auch in der Form nicht Existenz wie hier auf der Erde. Also die Zeit vergeht ganz anders. Mein Vater hat mir damals gesagt, naja, auch wenn du 180 Jahre alt wirst, für mich ist es wie ein Wimpernschlag und du bist auch in der geistigen Welt. Also von dem her, nein, sie vermissen uns nicht. Ich hoffe, dass dir diese neue Art Video, ja, nein, mit den Erklärungen, dass du das gut fandest. Schreib mir das bitte unbedingt unten in die Kommentare. Nur wenn du mir ein Feedback gibst, ja, nur dann kann ich wissen, ob es cool ist, ob es gut bei euch ankommt und so. Und natürlich, wenn ich merke, hey, da schreiben ganz viele, das macht Spaß, da haben wir Spaß, dann werde ich natürlich umso mehr solche Videos machen. Deswegen ist jeder einzelne Kommentar wichtig. Ja? Also konsumiere bitte nicht nur, sondern sei auch aktiv, gib mal einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und ja, wenn du mehr über die geistige Welt wissen willst, ich habe noch einen Online-Vortrag bzw. einen Bundle, 3 Online-Vorträge, findest du unten in einem Link, wo du einen ganzen Vortrag zum Thema Leben nach dem Tod dir online anhören kannst, dann eine ganze Dokumentation von 90 Minuten über meine Arbeit, wo du Einzelberatungen von mir sehen kannst, mir so quasi über die Schultern schauen kannst und ich noch ein bisschen erkläre. Und dann gibt's noch einen Vortrag Moderne Spiritualität, also wie wir das Leben so ein bisschen leichter gestalten können. Und ja, alle 3 Vorträge gibt es zu einem Preis. Mehr erfährst du unten im Videolink. Einfach klicken. Und vielen, vielen Dank, dass du mein Video angeschaut hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, was auch immer gerade für Zeit bei dir ist.